Geil ist das, Leute. Hä? Die sind alle nicht einmal gestorben, haben die alle einen Fokus auf mich oder was? Es ist doch gerade unglaublich. Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Super Smash Mobs. Wir spielen hier heute mal mit dem Schneemann und einfach mal eine ganz normale Runde, jetzt kein Update oder sowas, weil ich hätte jetzt auch mal wieder Lust, einfach mal so Super Smash Mobs zu spielen, ohne irgendwie groß etwas erklären zu müssen oder ja, einfach diese ganzen Klassen hier so, ne? Und weil es hier so passend zur Weihnachtszeit ist, haben wir mal die Schneemann-Klasse genommen, ne? Und in 2 Tagen ist es ja auch schon soweit. Dann ist ja auch Weihnachten, ne? Und es ist ja auch echt schön, dass das Video auch mal tagesaktuell ist, weil ich bin ja erst gestern wiedergekommen vom Kollegen und ich war einfach müde, weil ich nicht geschlafen habe. Und ich dachte mir so, ja, ich will das Video nicht gestern aufnehmen, weil ich sonst ein bisschen müde bin und dann vielleicht nicht mehr richtig kommentieren kann. Weil wenn man müde ist, dann kann man nicht mehr so gut sprechen. Oder ich zumindest nicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist. Und dieser Skelett haut gerade richtig gut rein. Oh, okay, da habe ich mich richtig komisch bewegt. Okay, das laggt ein bisschen. Alter! Oh, können wir uns da noch retten? Bin mir nicht sicher, wenn er jetzt kommt und einen guten Wurf ablegt, dann nicht. Oh nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, wir sind gleich tot. So. Sieht nicht so gut aus. Oh, da, er ist hinter uns, er ist hinter uns. Nein! Boah, ich lebe noch mit einem halben Herz. Oh, die beiden haben einen Fokus auf mich oder so. Okay, da bin ich tot. Oh Mann. Machen die ein Team? Ich weiß es nicht. Das sah nicht so aus, als ob sie sich angreifen wollten. Auf jeden Fall ist da hinten ein Boogie. Oh Mann. Was will dieser Creeper von mir? Geh mal weg. Boah. Boah, nein. Alter, wie viel Schaden haut da rein? Ich treffe ihn doch auch ganze Zeit und er stirbt nicht. Was ist da nur los, meine Freunde? So viel kann er doch gar nicht aushalten, oder? So. Er pusht sich jetzt hoch, wahrscheinlich. So, da hitten wir ihn wieder. So, jetzt haben wir ihn bekommen. Das war die Rache, mein Kollege. Und alle haben noch 2 Leben. Ey, dieser Skelett trifft mich immer zu gut. Auch wenn das jetzt nicht so eine große Kunst ist, aber... Also mich kann man übertreffen. Mein Movement- oder Ausweichschema ist jetzt, glaube ich, nicht das Beste. Oh. Ja, es laggt hier ein bisschen auf dem Server, kommt mir so vor. Weil die Explosionen und so von den Creeper kommen auch erst richtig verspätet an. So. Den hätten wir richtig schön von hinten. Er geht auf ein Skelett und wir gehen auf ihn. Ah, genau. Ich darf ja keine Schneebälle auf ihn schmeißen, wenn ich im Melee gegen ihn kämpfen möchte. Ah, da hat er so ein bisschen gesneakt. Hat sich selbst umgebracht. Super Sache. Ah, und nur noch er lebt oder ist es der Skelett? Ich weiß jetzt nicht, von Namen her. Oh, noch er lebt. Mit einem Leben. Oh, geh weg, mein Kollege. Nein, nein, ich treffe dich mit Schneebällen. So, da ist er. Und... Oh, je, je, je. Nochmal retten mit dem Eis, was wir machen können. Oh, da habe ich festgestackt. Wow. Der will aufs Ganze, Leute. Es laggt, es laggt. Oh, wir haben auch noch gewonnen mit einem halben Herz. Aber es war gerade ein bisschen fies am Ende wegen dem Lag. Das ist irgendwie ein bisschen GG. Ja, ich darf nicht das. Ich darf dasselbe nicht nochmal schreiben. Ich darf kein GG schreiben, Leute. Aber würde ich sagen, hängen wir jetzt einfach auch nochmal eine Runde dran. Gerade eben ganz sweet mit dem Schneemann. Ein Update folgt dir noch zum Wither-Skelett, würde ich so anmerken, ne? Und. Was wollen wir denn noch spielen? Ich glaube, ich nehme gleich nochmal irgendwie den Iron Golem oder so, weil. Iron Golem, ich mag den einfach. Oder wir nehmen ein Skelett. Weil ich habe doch diese ganzen heftigen Bow-Skills, Leute. Und da will man bestimmt sehen... Also, ich kann euch da schon beibringen, wie man so richtig mit dem Bogen spielt. Das kann ich auf jeden Fall. Das, ja, ne? Ihr kennt mich ja alle und meine Bogen-Skills, also... Sollte das kein Problem sein. Und wir sind auf dieser... einen Karte, wo ich damals Fokus wurde, die ganze Zeit, wo ich mit einem Super-Sheep gespielt habe, glaube ich. Sir-Sheep. Was für ein Super-Sheep? Was laber ich da nur für Kacke, ey? So, wow! Da ist hier schon die Sekt... Scheiß... Nein, ich treffe ihn nicht! Alter, ich will auch mal auf Distanz gehen und dann kommt einfach so ein Spasti und hittet mich ganze Zeit. Scheiß Ente. Ja, nein, geh weg, Mann!
Wieso treffe ich ihn nicht? Alter, diese Ente. Dieser Fokus, ne? Dieser Fokus wieder. Das ist so unglaublich. Da will ich auch mal ein bisschen auf Distanz gehen. Und da kommt 1000. Oder nur diese eine Scheißente, ey. Ja, ja, verpiss dich doch, Mann. Ja, geil! Geil ist das, Leute. Hä? Die sind alle nicht einmal gestorben? Haben die anderen einen Fokus auf mich oder was? Es ist doch gerade unglaublich. Hä, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht mit dem Skeleton. Aber gut. Aber gut. Oder, ah ja, der wurde ja auch ein bisschen abgeschwächt, glaube ich. Auch mit einem Push oder so. Ja, hier. Im Midi bist du Kaka, Mann. So, verpiss dich, du scheiß Ente, Alter. Oder Chicken. So, alles dasselbe. So, hier oben ist auch noch eine. So, anspannen. Ja, natürlich nicht getroffen. Bleiben wir hier so mal ein bisschen vercampt. Wir sind nicht überhaupt diese Slime-Dinger. Verstehe ich gerade gar nicht. Ich sehe auch gar keinen Spieler. Ist ein bisschen blöd hier gerade diese Position. Uiuiui. Ich dachte schon, ich springe in die Schlucht. So richtig vorbildlich. Da hinten ist eine Ente. So, dich hauen wir. Mein lieber Kollege. Und jetzt noch ein Pfeilschuss. Oh, fuck. Er ist doch nicht so hingesprungen, wie ich geplant habe. Er ist irgendwo hier hinten. Und er ist gestorben, aber durch was? Hat er ein Skelett? So, stirb. Gut, jetzt räume ich ab hier, Alter. Das ist die Rache für die zwei Kills am Anfang, Leute. So, ich wette aber, wenn er mich fokussen würde, dann, also dieses Chicken wieder, dann wäre ich wieder am Arsch, aber die fokussen sich gegenseitig, das ist eigentlich ganz gut für mich. Nein, wieso treffe ich nicht? Ah, Chicken sind auch immer so schlimm. Okay, hier, verpiss dich. So, oh, da haben wir ihn einfach mal genommen. Alter. Ja, da hinten ist irgendwo bestimmt einer, hoffe ich mal. Und es leben nur noch diese beiden Chicken, glaube ich. Ja. Das ist richtig schwer. Man kann nicht abschätzen... Oh, Alter, ich habe mich gerade verschluckt. Man kann nicht abschätzen, wie die irgendwie jetzt rumfliegen werden. Das ist echt anstrengend, die zu treffen. Oder ich bin einfach nur schlecht. Wie gesagt, ne? Ich bin einfach nur schlecht mit dem Bogen. So. So, dann habe ich jetzt gerade nochmal einen schönen Knochenpush gemacht. Da ist vielleicht einer gestorben. Oder auch nicht. Ah, verdammt. Oh, da stand einfach vor mir und trifft mich nicht. Nice. So. Oh. Da habe ich ihn in der... Nein! Nein! Scheiße. Alle haben noch ein Leben. Da bin ich richtig blöd drunter gefallen. Ich dachte, irgendwie mit einem Enterhaken kann ich mich rettern. Ich kann mich rettern. Und hinter mir war einer. Ich habe es gesehen, Leute. Nicht jetzt sagen, ich bin behindert oder so. Oh, fuck. Ich könnte höchstens sagen, meine Bow-Skills sind scheiße, ja? Damit wäre ich sogar einverstanden. Der ist neben mir. Wieso haut er mich nicht? Voll Idiot. Alter! Nein! No, oh! Oh, Alter. Da habe ich mich gerade so noch mit dem Enterhaken gerettet. Da ist er. Und stirb! Okay, das ist der letzte Spieler anscheinend. So, der will jetzt bestimmt richtig heftig auf Distanz gehen. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber getroffen. Ich muss auch, glaube ich, wieder die Sichtweite ein bisschen höher stellen. Die ist bei mir ein bisschen low. Nein! Da hat er mich gerade gut erwischt mit den Eiern. Nein, was mache ich da? So. Und zack. Nochmal getroffen. Gut. Die Ente kann nicht viel aushalten. Oder Chicken. Wieso sag ich immer Ente? Ja, egal, ist doch alles dasselbe. So, ist er vielleicht da hinten noch? Ja, doch, da ist er. Jo, nochmal erwischt und... Vielleicht noch ein... Vielleicht noch ein Schlag, Alter. Oh, da haben wir ihn bekommen. Alter, alter Schwede, was war das für eine Runde? Die war richtig knapp. Anfangs bin ich richtig billig zweimal gestorben. Oder nee, das erste Mal war gar nicht so billig. Da hat mich die Ente einfach gut gefokust und nicht in Ruhe gelassen. Aber Leute, wenn das nicht nochmal eine spannende Runde am Ende war, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Jo, dann würde ich sagen,
Ich hoffe, euch haben diese zwei kleinen Runden Super Smash Mobs mal wieder gefallen. Oder sie haben euch einfach gefallen. Vielleicht haben sie euch noch nie gefallen. Ich weiß es ja nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Mittwoch wieder. Da kommt dann, oder nee, gar nicht wahr. Wir sehen uns morgen wieder am Dienstag mit einer neuen Episode Happy Wheels. Ist auch lange nicht mehr gekommen, weil mein Computer halt schrott war. Und letzte Woche habe ich dann das auch nicht mehr weitergeführt. So, auf jeden Fall morgen wie gewohnt weiter mit Happy Wheels und am Mittwoch kommt dann auch ein Super Smash Mobs Update, wenn ich das richtig geplant habe und jetzt irgendwie diese Ankündigung, ich mache halt diese Ankündigung, aber wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwas dazwischen oder ich vergesse es oder ich bin einfach bescheuert und mache was anderes und dann würde ich aber mal sagen, bevor ich jetzt einfach noch hier weiter dumm rumrede, Leute, tschüss, reingehauen und bis zum nächsten Mal.